Guten Morgen, Leute. Wohin fahren wir heute? Nach Venedig. Genau, los geht's. Das klingt so, als würde man hier übelst lang driften. Wie ihr vielleicht wisst, darf man in Venedig nicht mit dem Auto reinfahren. Deswegen sind wir jetzt hier am Bahnhof. Das Parkhaus, wo wir gerade geparkt haben, ist hier direkt dran. Und jetzt fahren wir mit dem Zug in die Stadt rein, glaube ich. Wenn der Mann sich gleich wieder reinsetzt, geht's weiter. Gondeln sehen zwar mega gut aus, aber 80 Euro sicher nicht. Schöne Grüße an Iris an dieser Stelle. Ich glaube, hinter mir ist die Seufzerbrücke, falls es hier ganz schön laut. Wir haben auch schon ehrlich gesagt genug alles gesehen. Und jetzt fahren wir mit dem Boot. Wir sind nämlich einmal quer durch die Stadt gegangen. Und da vorne legen normale Boote an. Kann mit dem normalen Boot dann bis zum Bahnhof zurückfahren. Und das machen wir jetzt. Abschließende Überlegungen dazu übrigens, wenn man dahin fährt, ich dachte ja, man darf da nicht mit dem Auto reinfahren, beziehungsweise das ist gesperrt, aber es ist, kann sein, dass es auch verboten ist, aber man kann dort überhaupt nicht Auto fahren. Also es gibt wirklich, alles besteht nur aus Häusern und dazwischen sind diese kleinen Gassen, die ihr gesehen habt, wo ich lang gegangen bin und im Prinzip war es das. Also man kann selbst, wenn man möchte, nicht mit dem Auto dorthin fahren und da muss man sich natürlich auch überlegen, wie krass das für die Leute ist, die dort wohnen. Das heißt, wenn man zum Flughafen möchte oder wenn man irgendwo hin möchte, muss man sich erstmal ein Boottaxi rufen oder man hat selber ein Boot. Also egal was, Einkäufe, man hat zum Beispiel auch gesehen, diese Boote, die Pakete hatten, also selbst die Post dort funktioniert über Boote natürlich und die ganze Infrastruktur, also da gab es Boote, die hatten Bier und ne, was die Bewohner eben alles so brauchen und das finde ich halt mega interessant. Es reicht ja schon, wenn was am Haus kaputt geht zum Beispiel, da muss auch wieder ein Boot kommen mit einem Kran zum Beispiel. Also ich glaube, wenn man das mal weiterdenkt, dann ist es echt interessant, was die Leute da so alles auf sich nehmen, um dort zu wohnen. Natürlich wunderschön, aber ich sag's euch auch ehrlich gesagt,
ganz schön viele Touristen da, aber auf jeden Fall eine Fahrt wert. Na gut, Leute, ich schneide jetzt das Venedig-Video und morgen gibt es den Gardasee. Wie versprochen, heute mache ich noch ein paar Nachtaufnahmen dafür und dann seht ihr morgen den Gardasee. Also bis morgen, ciao.